Warte mal kurz. Hatte ich Tunnel Vision. So, du bist da. Jawohl. Du sollst ganz rüber zum Helm. Okay. Ritterhelm. Wie der Helm nicht richtig ist, das da hinten rechts, ne? Ja. Und du darfst nicht auf Schild, Streitkolben oder Schlinge. Schild, Streitkolben, Schlinge. Schild, Streitkolben, Schlinge. Genau, jetzt musst du einmal ganz links, 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 links. Ja. Hier, lauf! Ja, noch. Ja, lauf, lauf! Du musst links um das Schild rum. Ja, ich wollte das einmal ganz links, weil ich es verliert. Ja, und jetzt. Jawohl. Danach musst du zum Schwert. Das ist hier unten. Du darfst wahrscheinlich nicht auf den Streitkolben, darfst du wahrscheinlich nicht. Und auf Rüstung darfst du. Ich muss 100%ig zur Axt. So. Ja, Streitkolben. Darfst du nicht, Rüstung darfst du und Schild darfst du nicht. Ah, das ist ja easy, okay. Das ist echt wie Squid Game, ne? Ja. So, danach zur Axt danach. Jawohl. Und ich habe eine Vermutung, ich darf wahrscheinlich Rüstung, Schild und Streitkolben nicht betreten. Ach so, Schild, Helm und Streitkolben. Schild, Helm, Streitkolben? Ja. Der Pillepalle. Bitte lass es das letzte sein. Danach zum Dreizack. Ja. Dolch, Guillotine und Morgenstern darfst du nicht. Dolch ist da. Wo ist denn die Guillotine? Du musst links rum. Du musst hier nein, da ist die Guillotine. Das ist der Dolch. Da darfst du nicht rauf. Ach, da, den meinst du mit Dolch, okay. Ja, ich habe die beiden Schwerter ja verwechselt. Sorry. Dass du das dachtest. So, und gleich wieder zurück zum Ritterhelm. Oh, nochmal. Und das war's dann. Verkacke ich jetzt. Schild, Streitkolben, Dolch darfst du nicht. Dolch ist vor mir, okay. Ja, Schild, da kannst du eigentlich am Rand langlaufen. Ja, hier, ne? Zum Helm, ne? Zack, Morgenstern, Axt und Helm. First try. Jetzt fahre ich hier durch. Oh ne, warte, was war? Ja. What? Impossible. No one escapes. Live Entertainment. Tür geht nicht auf. Tür geht nicht auf. Viel los. Geht es weiter von der Seite? Ich kann auch nicht sprinten. Also das Puzzle ist jetzt wieder offen für mich. Ach, ich muss die Kugel hier reinlegen. Oh. Oh Mann, Dennis. Achso, ich konnte nicht sprinten, weil ich die ganze Zeit gebückt gehe. Das wäre vielleicht einfacher gewesen. Ich hätte das vielleicht alles ein bisschen besser sehen können, wenn ich nicht gebückt gegangen wäre. Oh, hübsch hier. Ja, hier nicht. Ah, da ist irgendeine Puppe, die springt weg, okay. Ich hatte gerade ein Ladescreen. Oh. Ah, moin. Ah, moin. Schön, dich mal zu sehen. Mittelfinger wäre nice. Oh, yeah.
Steinschere, Papier. Ich hab nur Schere. Die unteren drei sind Steinschere und Papier. Ah, jetzt check ich das erst. Okay. Achso. Ja, ich hab gewonnen. Gibt kein Best of Three. Ich hab gewonnen. Ja, nimm du mal. Gucken, aber ich glaube, hier ist Sackgasse, oder? Ja. Oben geht's nicht weiter, das. Hier ist irgendeine Fackel, die man anzünden kann, glaube ich. Ah, nee, noch nicht. Die Kerze ist einfach abgebrannt. Nee, oben ist Sackgasse. Ich habe hier schon mal aufgemacht für uns. Okay. Hier auch. Der war schon offen. Der nächste. Gehst du da lang? Dann gehe ich hier lang. Habe ich bestimmt so gedacht, das muss ich jetzt bitte. Ich glaube nicht. Okay, ich bin raus aus dem Loch, aus der Kanalisation, in so einem Spinnen. Ja, ich bin im Spinnenbau. Ich habe mein Rätsel schon gelöst und bin jetzt bei dir. Als ob. Spinnenbau, wie kommst du darauf? Ach, nur weil hier. Ja, alles vor der Spinnenwebe und den Eiern ist, auch die Eier sind Pilze. Bist du hier runtergesprungen? Ja. Nichts mehr. Da ist so aus, als ob es ein Geheimgang ist. Ich dachte, wir müssen uns schon wieder aufteilen. Da war nix. Weil sie vielversprechend aus da. Moin. Oha. Oh, hier mit Bewegungssensoren praktisch. Oh, da hinten. Du hattest vielleicht doch recht. Sieht schon ein bisschen nach Spinne aus. Mal gucken. Ja, nach Vogelkopter. Das. Ach ja, stimmt. Vogel. Dann hast du doch Eier. Hast du die Kugel noch mit? Nee, die musste ich doch in die Schale legen. Ach, er ist wieder da. Der hat mir das Buch geklaut. Ach, war auch schon mal bei dir? Ja. Absolutely clueless. Oh, hold still a while, won't you? Come on. Oh, I apologize for receiving you in this state. I would have cleaned, but these bonds cannot be broken. Only my king can set me free. Penance! He calls this penance! I say he's proving a point. Do you hear? His soul
is merged with the keep. All you see, my king is. And my king sees all he is. And yet, he sees you not. Isn't that delightful? Your greatest gift is being utterly unremarkable. So unlike myself, so practical. Now, in you go. Ist auch eine Kiste gezogen worden? Mhm. Ah ja. Auch hübsch hier wieder. Hier sind verschiedene Zahlen. Ich sehe dich da drüben, ja. Du kannst durch die Türen gehen. Und wenn du... Ich mach mal hier Fackel an. Siehst du? Ja. Also, du hast eine 1. Wenn du jetzt durch eine Tür gehst, bist du da, wo du bist, bloß eine Etage weiter oben. So durchblicke ich das. Aha. Wo soll ich dich mal durchlotsen, wie du hochkommst? Vielleicht. Aber mit der 2 gehst du jetzt nur wieder nach unten in der Sackgasse. Oh, du hast bei mir was umgelegt. Und dann gehst du in die 6. Und wo kommt die 6 an? Da hinten ganz. Was anklicken? Ich kann hier was anklicken, was grün ist. Ich mach das mal. Ja, damit hast du mir den Weg zurück versperrt. Ich gehe mal in die 2 jetzt. Kannst du da nicht runterspringen? Ah, jetzt kannst du da hoch. Ah, okay. Das ist das Ding, was ich gerade umgelegt habe. Gehe ich jetzt durch die 6? Ich bin ganz hier hinten. Kannst du da noch was umlegen irgendwie? Nein. Siehst du mich hier ganz hinten? Oh, warte. Ich habe hier so eine Herzplattform über mir. Und ich habe hier so ein Kreuz. Wo bist du? Mach mal Licht. Da. Geh nochmal durch, ob ich da drüben irgendwas hatte, was ich übersehen habe. Ich kann auch noch in eine andere Richtung weitergehen, sehe ich gerade. Warte mal. Ah, ne, hier ist Sackgasse. Ah, warte, du hast die Herzplattform, wo du... Geh nochmal dann zurück, wo du die Herzplattform hattest. Ja. Und da? Hier ist jetzt eine Wand vor. Also hier kriege ich jetzt nirgends vorbei hin. Ich gehe nochmal wieder durch. Ich habe jetzt das Herz gedrückt. Damit sollte die Herzklappe jetzt... Die zeigt jetzt nach oben über mir. Ich gehe mal nochmal durch, weil da drüben waren auch Herzen. Jetzt kann ich nirgends mehr hin. Jetzt bin ich hier stuck quasi. Warte mal. Warte. Geh mal bitte durch die... Wo bist du jetzt? Da. Geh mal rechts hoch. Also, nein. Das andere rechts von mir aus. Ja. Und da ist der Kreuzschalter. Genau, der hat sich eben umgelegt bei dir da. Warte. Drück den mal. Okay. Drück nochmal. Ah, okay. Okay, ich bin jetzt hier am Karo-Schalter. Ich. Mal sehen, wo komme ich hier hin? Guck mal auf, wie ich weiterkomme. Hier kann ich nirgends. Achso, Karo-Schalter ist für mich selbst. Da oben bist du gerade. Du bist bei Peak, ne? Da kann ich wieder drehen. Ich bin bei Karo. Du musst aber auf der Plattform an der Seite siehst und Peak so, sage ich schon. Warte mal. Peak? Kreuz ist hier.
Ja, meine ich ja. Sorry, nicht Pik. Kreuz, richtig. Was kannst du drehen? Kann Kreuz bewegen. Ja, Kreuz kann ich selber bewegen. Ja, kann ich bestätigen. Kannst du mir jetzt irgendwas umdrehen? Hier ist Sackgasse bei mir. Warte mal. Geh durch die 5 kurz. Geh weiter. Ich müsste dir das Herz nochmal... Wenn du da bleibst... Nein, zurück. Nein, nicht da, nicht dahin. Andere Richtung. Über die Herzbrücke rüber. Und jetzt müsste ich... Jetzt müsste ich gucken, dass ich Herz gedreht kriege. Kakao gedreht bei mir. Ja, weiß ich. Shit. Ich komme nicht mehr zurück. Kannst du Kreuz drehen? Nee, ja, ich gehe hin. Kannst du nochmal Kreuz drehen, bitte? Ja, ich gehe wieder zurück. Bleib ich da erstmal stehen bei dem Schalter. Ich hatte... Wo habe ich denn Herz? Bei der 2 hier. Ich sehe es von hier aus. Geh mal runter. Ja. Aber hier geht es nicht weiter. Hier ist Herz. Muss Herz gedreht werden. Nee, Pik oder Ach so, Karo. Pik, ja. Weil wenn ich grün jetzt mache, hängst du dann noch fest. Du könntest Karo jetzt auch benutzen. Geh mal kurz auf die andere Seite, sage ich schon. Ist gar nichts bei 5. Du hast mich total eingeschlossen jetzt. Ja, ich weiß, ich denke wieder oben, warte. Nee, ich habe wirklich nur den Kreuzschalter, den ich drücken kann aktuell. Drück mal bitte. Ah, jetzt bist du da, stimmt. Jetzt kannst du da durch die 2 gehen. Dann bist du am Herzschalter. Okay. Das heißt, du musst jetzt nach links. Ganz durch? Ja. So, warte. Jetzt müsstest du umdrehen. Nee, jetzt ist hier die Schranke zu, jetzt kann ich nicht mehr raus hier. Komme ich irgendwo zum Kreuzschalter? Also ich bin jetzt quasi eingeschossen auf meiner Plattform. Ja, ganz kurz gucken, ob ich zum... Puh. Bin nicht mal eingeschlossen. Wo bist du denn? Drück nochmal, wenn ich auf der Brücke stehe, geht das? Tut sich nichts. Aber ich habe hier drüben noch eine Herzbrücke. Vielleicht die mal versuchen. Die müsste jetzt hoch. Da komme ich auch nirgends vorhin. Warte mal, ich gehe durch die Tür. Die 6. Wo kommst du denn raus? Warte. Ah, hier komme ich jetzt weiter. Wo bist du? Auf der Herzbrücke hier hinten. Ich mache die Fackel rein. Ganz hinten in der Ecke hier. Ach so, ja. Ja. Kannst du jetzt Kreuz drücken? Nee. Ich muss Kreuz drücken. Du müsstest Kreuz drücken. Das ist ein Problem. Zurück. Warte mal ganz kurz. Jawohl, bin oben. Ich bin wieder ganz am Anfang, okay. Wo bist du jetzt? Bei der 8. Ich gehe gerade mal durch die 8 durch. Wo kommt der denn raus? Da. Licht angemacht. Die 8. Ich habe keinen, ich gehe nochmal zurück, ich habe das übersehen, aber ich habe gerade keine Schalter mehr verfügbar. Wo bin ich denn? Ah, nee, geh mal. Ach nee, da kommst du nicht hin.
8 kommst du dahin? Find ich gerade gar nicht. Ich stehe hier und guck mir das an, was du da machst. Guck auch gerade deine Wände an hier. Ach, da bist du. Mhm. Wo bist du? Hier bei der 8, ich mach Fackel an. Da. Ah ja. Geh mal da rein in die 8, bitte. Jawohl. So, und dann kommst du da, gehst nach links runter. Ach, also, mein links, ja. Okay. Entschuldigung. Weiter runter, runter. Dann gehst du hinten in die 6 rein und stehst am Kreuzschalter. Ja, bin ich am Anfang. So, wenn ich jetzt hier... Drück mal Kreuz, bitte. Ach, scheiße. Ne, drück nochmal. Ich muss ja... Da komme ich nur zur 1. Achso, ich muss dann hier... Genau, und dann lege ich mal den Schalter um. Genau. Dann kommst du höher wieder, da wo du warst vorhin. Nochmal bitte. Sorry, ich hab geschlafen. Nochmal? Ich glaube, ich glaube glaub nochmal, ja. So, ich bin jetzt am Karo-Schalter. Ah, nice, dann arbeite ich mich wieder dahin. Nein, warte. Warte, nee, halt, ich muss Kreuz nochmal drücken. Du musst, genau. Ja, das ist jetzt scheiße. An der Karo-Weiche. Du bist an der Karo-Weiche? Ach so. Ja, bringt aber nichts, wenn ich die jetzt drücke. Achso, die geht hoch, okay. Hilft dir das irgendwie, wenn ich nochmal die Kreuzweiche drücke da oben? Oh, warte. Halt, warte. Ich stehe hier. Ich kann jetzt Kreuz und Karo drücken. Wo bist du? Ich brauche beide einmal gedrückt jetzt gerade hier unten. Ich hüpfe gerade mit der Fackel, du bist ganz oben. Und Karo nochmal bitte. Ja, jetzt komme ich weiter. Sekunde. Komme ich ganz, ganz weit. Bin ich bei der 7 hier hinten. Da siehst du mich, ne? Ja. Mal durch die 7. Ach so, da bist du jetzt. Okay, ich habe nur eine Karo-Brücke. Und eine Peak-Brücke, kein Schalter zur Verfügung. Bist du? Ich sehe dich gerade nicht. Da oben. Alles Peak, keine Karo-Schalter. Wenn du Karo jetzt einmal drückst, glaube ich, komme ich da oben wieder ein weiter, so wie ich das, wenn ich das richtig verstehe gerade, oder? Nee, doch nicht. Kannst du noch mal drücken? Gerade ja. Bitte? Oder komme ich ja auch nicht da oben raus. Ne? Was passiert denn, wenn du jetzt noch mal drückst? Sorry. Geh zu, okay. Hm. Oh, warte mal kurz. Bei Pi kommst du nicht ran, ne? Wo ist der Pi-Schalter unter dir? Nee. Wenn du irgendwo Karo drücken könntest. Geh mal zurück und guck. Ich guck mal, wo dein Karo-Schaltgerät ist. Ich find's nicht. Ich sehe nur deinen Peak-Schalter. Ich war noch bis hier zurück gerade. Du kannst Herz kannst du auch nicht steuern, ne? Ich war tatsächlich jetzt nur an Kreuz vorbeigekommen, ja. Da ist Peak. Da ist Kreuz. Und du hast keinen Herzschalter.
kommen hier auch gerade nicht weiter, ne? Hier ist alles. Ja. Da ist auch zu jetzt gerade. Bin ich der Einzige, der Karo drückt? Was siehst du bei mir für Schalter? Karo? Ich sehe, Peak ist unter dir, du bist bei Karo. Über dir ist das Kreuz zweimal. Was, als Schalter? Ja. Kannst du mich irgendwie zum Peak-Schalter lotsen? Um welchen? Zum Peak. Blau. Ja, wenn ich irgendeinen Schalter gerade zur Verfügung habe, ich guck mal. Also ich kann keinen Schalter drücken, aber Peak ist genau unter dir. Könntest du jetzt benutzen, warte mal. Denn ja, das heißt, die Karo-Brücke müsste jetzt runter. Warte mal, jetzt wo du die umgelegt hast, komme ich jetzt woanders hin? Lass mich mal gucken. Nee, ich bin immer noch eingesperrt in dem Abschnitt. Puh. Du sollst zum Peak, ne? Was passiert denn jetzt? Leg mir da oben den Grün um, bitte. Ich möchte gucken, was passiert nur. Da unten sind die ja alle nur. Da oben. Ach, da unten hast du Herz bei der 2. Ach stimmt, da waren wir angefangen, ne? Ich glaube, du jetzt bist, kannst auf jeden Fall wieder runterkommen. Ich sehe deinen Kreuzschalter. Ja, der war da ganz unten, ne? Das war da, wo ich angefangen hatte. Kreuzpeak. Dann müssen wir mal gucken, wo du lang musst. Auf jeden Fall muss einer von uns beiden. Ah. Entweder bin ich gerade dumm oder ich finde keine. Pass mal auf. Gibt's eine Tür zu dem Peak-Schalter? Die 4, ja. Komm ich irgendwo zu der 4 hin? Wege, auf das irgendwo ich einen Weg finde. Pass auf, geh du mal in die. Ich glaube, du kommst auch nicht hin. Geh mal in die 7 rein, bitte. Ja. So, 7. So, jetzt. Geh da mal runter. Stopp! Warte, jetzt muss ich kurz gucken. Ja, in die 6 rein oder 9? 9, ja. Stimmt, hier war ich noch nicht. Und da ist der Peak-Schalter. Stimmt, ja, sehr gut. Den legst du jetzt um. Da bist du. Ja, jetzt musst du. Du hast da den Kreuzschalter. Ah, du kannst einmal dein Dingsen drücken, dann kann ich den Peak umlegen, wenn ich mich gerade nicht vergucke. Mein Dingsen? Ja, hier dein Karo. Dann kannst du da jetzt runterrennen. Ja. Obwohl, nee, du kannst ja kein zweites. Ich kann ja kein zweites Mal Karo drücken jetzt. Ah, Mist. Oder was passiert, wenn ich hier durchgehe? Da war nichts mehr jetzt, ne? Nee, dann kommst du aber zu Kreuz. Kreuz? Wo hast du da? Nee. Kreuz ist okay. Warte, ich glaube, das passt. Nee, warte, du musst in die 6 rein irgendwo. Wo ist denn die 6? Warte, dann denke ich, Kreuz ist mal zu Ende, bevor ich dich noch einen weiterlasse. Kreuz wärst du hier.
Alter Schwede, ist das kompliziert. Du behältst auch selbst keinen Überblick mit den Türen irgendwie, wo du gerade wie bist, ne? Ach so, ich sehe es. Geh mal zurück. Also, durch die 9? Nein, nicht durch die 9, über die Kreuzbrücke. Und bleib mal da stehen, bitte. Nee, also du musst mir schon sagen, wo ich hin muss, und ich muss dir sagen, wo du hin musst. Sonst hat das keinen Sinn. Nee, dich krieg gar nicht. Du bist da oben jetzt zum Kreuz hin, ne? So. Lauf weiter? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich sollst du... Warte mal ganz kurz. Ich muss nochmal... Kannst du Kreuz drücken da? Nee. Kreuz war da unten, glaube ich. Ne? Nee, kann ich gerade nicht drücken. Nee, ist über dir. Achso, warte. Ich muss nochmal Kreuz drücken, glaube ich. So, jetzt... Bleib mal da stehen, genau. Jetzt da hoch. Kann nichts so hoch jetzt. Bin ich schon wieder nicht da oben. Shit. Ja, fuck. Das geht so nicht. Wie kann ich es rücken? Wo bist du? Ich... Willst du selber zum Pink-Schalter kommen? Was bringt dir das was? Obwohl, die geht ja auch nicht, wenn ich jetzt. Du kannst ja das Karo nicht wieder bedienen. Oh Gott, Alter. Du hast jetzt Zugriff auf Pik-Schalter. Oh, richtig. Und auf nichts anderes aktuell. Und du bist jetzt wohin? Wenn ich den Kreuz da, dann kommst du aber nicht mehr über die Brücke rüber da, ne? Über die Kreuz. Wenn du vorher durchgehen, kannst du sagen. Nee, ja. Dann bin ich hier wahrscheinlich gefangen, ne? Wo geht die 8 denn hin? Das hatten wir doch schon mal. Ah, ja, geh mal weiter. Ja, ich kann nicht weiter. Warte. Ein Kreuz, ja, hier ist's. So, da hoch. Nein! Weiter, hoch. Was ist das für eine Zahl da hinten? 7, ne? Ja. Du musst mich vorher zum Piken führen. Das bringt sonst gar nichts. Ja, ich sehe das ein. Wo bist du gerade da hinten? Warte mal, ich muss auch von hier gucken. Mal gucken, auf welche Schalter ich jetzt Zugriff habe. Sekunde. Hier. Das kann ich dir sagen. Wenn ich jetzt nichts umlege. Nur auf Peak. Was sind das für Türen da hinten? 7. Das hier ist die 7, ja. Gut, dann kommst du da runter, kannst in die 8 rein. Genau. Dann kommst du dahin. Aber da kannst du nichts machen. Du musst zu Peak irgendwie kommen, ne? Das hilft dir alles nichts. Halt, warte, genau da stehen bleiben. Ich müsste Kreuz jetzt einmal bewegen. So, geh runter bis zur 6. Da rein. Jetzt bist du am Kreuzschalter, richtig? Jawohl. Da
Das ist Karo. Kannst du den einmal betätigen, genau? Was sagen, ja. Genau, dann kannst du nämlich da lang. Ganz nee, geh mal zurück, bitte, geh mal zurück. Leg den Schalter nochmal um. Kann das mich vertan haben, aber geh nochmal einen weiter. So. Weiter bis zu 3. Nicht... Dann geh mal durch die 3-Tür. Leg ich den Schalter um, jetzt kannst du da weitergehen. Ah ja. Und jetzt bist du beim Peak. Sehr nice. Wo oh kommt. Alter, ist das schlimm. Du jetzt kannst. Ich hier durch, ne? Jetzt wieder in die 6 rein. Ja. Dann kannst du da hoch in die 8. Was dir aber nichts bringt. Ach doch, da bist du da. Und dann muss einer für dich Kreuz drücken. Du musst nochmal zurück und Kreuz einmal drücken. Stimmt, die habe ich ja selber gehabt. Nee, dann kommst du wieder über die Brücke nicht mehr. Gott sagen. Warte, dann geht die nach unten. Warte, okay. Du gehst in die 8. 8 ist da unten. Warte. Nee, wo war denn der Kreuzschalter? Da bei der 6. Dann gehst du rein in die 6. Dann kommst du da raus. Und dann hängst du fest. Ja, das ist scheiße. Warte mal, ich guck mal. Habe ich gerade Zugriff auf den Peak-Schalter? Nee, ne? Nee, aber ich. Ja, aber der wäre für dich gewesen, quasi, dass du dann eine Etage höher kommst. Hat das für mich irgendwas gebracht? Ich glaube nicht, ne? Bringt mir das was, wenn ich in die 4 reingehe? Warte. Nee, du landest nur am Ende. Ah, warte. Ich glaube. Ah, doch, genau. Warte, leg deinen Peak-Schalter mal um vorher. Und geh dann die 4 rein. Kommst du da nämlich schon mal weiter? Kannst du da nämlich weiter hochlaufen? Und dann bist du ganz oben und kannst grün umlegen, da glaube ich. Jawohl. Das brauchen wir doch jetzt. Ich glaube auch. Ja, dann musst du wieder zur 8. Warte, ich lege grün um. Hm? Dann kommst du da ganz hoch. Dann gehst du in die 7 rein. Und dann muss ich Peak umlegen. Komme ich da hin? Ich gucke. Ja, durch die 4 durch und du bist bei Peak. Wo bist du? Du, glaube ich, kurz da stehen bleiben, sonst kommst du nicht zurück, oder? Ja. Muss ich sowieso, weil... Damit du weiterkommst. Ich gehe jetzt wieder in die 4. Genau, dann kannst du da wieder denselben Weg hochrennen wie gerade. Der ist noch komplett offen und ich glaube, dann bist du raus und ich auch. Ja. Easy. Oh, leck mich am Arsch. Und jetzt fällt einer runter. Ja, das geht zum Glück nicht, habe ich schon getestet. Oh, Alter, das war... Das war schwierig, als weiter du auch selbst die komplette Orientierung verlierst mit den scheiß Türen, ne? Ja, du darfst gar nicht selber versuchen zu laufen. Du musst dich total führen lassen. Oh, das kenne ich aus Elden Ring, ja. So, der Boss hat eine zweite Phase. Ich habe keine Ahnung, wo du bist. Ah, da bist du. Guck mal in den Himmel. Ich sehe dich. Ach, da. Ja. Aber hier ist noch... Hier ist noch die... Du machst gerade irgendwas. Ist dann gedreht, ja. Kann man nichts machen. Nicht. Ich drück einfach auch mal. Ich habe hier ganz viele Portale, wo ich durchgehen kann. Ah, warte mal. Ich sehe eins von deinen Portalen, die du hast, mit einem Symbol drauf, womit du in den nächsten Raum kommst. Das, nee?
Lauf mal jetzt auf die Wand zu. Das Portal, wo du gerade hinläufst. Das ist so leicht, genau da ist. Ist das gerade offen? Ja, und du? Damit kannst du durchgehen, dann gehst du in den nächsten Raum. Ich weiß zwar noch nicht, was das bringt, aber... Ja, aber was war denn da drauf für eine Zahl oder für Dingens? Da ist keine Zahl drauf, da ist eine Ziehharmonika als Symbol drauf. Und der nächste Raum hat eine Ziehharmonika. Du bist gerade in Dominostein. Ne, der ist es nicht, der andere war es. Ja, der andere, der im Süden, aber es hilft dir auch nicht, ne? Ach so, ja, dann muss ich ja den... Der hier war's? Ne, genau gegenüber. Genau, der, wo du jetzt hinläufst. Der da? Ja. Weiß auch nicht, was passiert, wenn du die verdrehst. Dreh mal dran. Ja. Ah! So, und jetzt ist es der hier? Ja, die liegen sich jetzt gegenüber. Das war eine gute Idee. Ich glaube, jetzt bist du da drin. Genau, jetzt bin ich im Ziehharmonika-Raum. Aber jetzt hast du keinen Raum mehr neben dir. Jetzt musst du mich wahrscheinlich irgendwie einen weiter lotsen. Du hast einen Kartenraum. Diese und? Zwei Türsymbole müssen übereinander sein, glaube ich. Und einen Hut? Oh, warte mal. Oh, neuer Raum. Das ist ja schon mal gut. Das passt auch schon mal. Wo bist du? Mach mal deine Lampe an, bitte. Ah ja. Geh mal geradeaus. Hier durch. Geradeaus, geradeaus, geradeaus und einfach nur durchgehen. Seh dich jetzt. Da bist du. Wo bist du jetzt? Du kamst hier. Du kamst von Dominostein, ne? Aber... Ah. Du musst zweimal, glaube ich, an deinem Stock drehen. Wo bist du? Hier, ich habe die Fackel an, in dem Raum mit dem Schuh. In dem Raum mit dem Schuh? Ich sehe... Ach, da! Es werden immer mehr Räume. Den Raum habe ich überhaupt nicht gesehen. Ich denke, wo ist er denn? Ich gucke die ganze Zeit, ich sehe den Raum mit dem, dem Pferd, ja. Ich sehe den Raum mit den Dingens, ich sehe den Raum mit... was soll ich? Dein Ding verdrehen einmal, bitte. Wie geht, in welche Richtung? Uhr oder gegen den Uhrzeigersinn? In den Uhrzeigersinn. Zweimal Uhrzeigersinn. Und noch ein. Noch ein weiter, genau. Alter, wenn du dabei nach oben guckst, dann wird die ganz anders. So. Und jetzt, genau da, hier, dreh dich mal nach rechts. Das Portal. Halt, stopp. Oh, I failed. Kannst du nochmal dein Ding drehen, bitte? Weil ich mach mal eben. Nochmal im Uhrzeigersinn das. Ja, ist egal. Irgendwie einmal drehen. Okay, das ist ein Problem. Hä? Das Symbol, was wir aufeinanderlegen sollen, können, passt nicht. Hä? Achso, du hast keinen angrenzenden Raum, sehe ich gerade. Du, ich könnte dich jetzt... Bringt dir das was, wenn du zurück in den Domino-Raum gehst? Nee, der... Ich würde mal testen gerne. Kannst du noch mal zweimal einen Uhrzeigersinn drehen? Noch einmal, genau. Und jetzt auf 3 Uhr das Ding verlassen. Zählst du also an rechts, bis 3 Uhr? Hier? Genau. Müsstest du in den Domino-Raum rauskommen? Nee, ich bin immer noch im Ziehharmonika-Raum. Ach, du kannst nicht zurückgehen. Bist du in den Raum wieder geportet worden? Oder ich hab gerade nicht hingeguckt. Ich bin durch die Tür gegangen und wieder im Ziehharmonika-Raum rausgekommen. Was haben wir hier noch so?
kann ja dahin zurück, ne? Da sind Karten. Aber die müssen schon aneinander sein, ne? Habe ich hier nicht die Edelsteine? Habe ich sowas nicht? Nee, du hast nur eine Geige als Symbol. Der Raum neben dir hat nirgendwo eine Geige. Also du hast Geige und Ziehharmonika in dem Raum. Mehr nicht. Ich könnte, glaube ich, zurückgehen. Du hast keine angrenzenden Räume bei mir. Achso, dann kann ich nicht zurückgehen. Ich teste mal, was Spaß passiert. Ich bleib da drin. Moment. 100% Auslastung auf allen Kernen gerade. Und du kriegst auch so einen Drehwumper mit meiner Decke, ne? Dreh mal bitte an deinem Riedel. An deinem Radl. Ich will mal nochmal machen, gucken, ob sich bei dir was ändert dabei. Hast du schon an dem Schlüssel da gedreht? An dem Schlüssel gedreht? Nee. Was für Schlüssel denn? Ja. Ach, da, lol, die habe ich gar nicht gesehen. Kann ich drehen. Oh, Dennis! Ah, jetzt kriegst du einen Raum dazu. Oh, ganz viele. Du geh mal. Ich weiß nicht, wo, in welche Richtung du guckst. Rechts. Geradeaus. Ja, dadurch. Wo zum Deibel bist du? Edelsteinraum. Ich hüpfe hier rum. Neben dir. Rechts. Guck nach rechts. Ah ja. Komm, krieg ich dich da jetzt raus? Was habe ich für Symbole? Immer noch diese Violine oder was das ist, aber den Raum haben wir jetzt. Wenn du einmal einen Uhrzeigersinn drehst. Und hey, jetzt bin ich verwirrt. Passt gar nicht, weil der Raum mit der Violine hat gar kein Violinsymbol. Nein, du musst wirklich auf die... die Symbole müssen übereinander... Ich hatte bei dir eben die beiden Diamanten übereinander. Genau, und das Symbol du bist, passt jetzt haupt zum Raum, aber der Raum hat eine Trompete da, also das falsche Symbol. Das ist ja völlig egal. Lauf mal nach links durch jetzt. Hier? Links. Genau, da. Ach so, Trompete und Trompete, ja. Das kannst du mir sagen, weil ich sehe was den anderen Raum da. Ich sehe zwar mein eigenes Symbol nicht, aber zur Trompete. Jetzt müsste ich im Trompetenraum. Hm. Nee, du bleibst da. Weil das ist das Problem. Du hast keine Trompete bei dir. Weil es keinen Trompetenraum gibt, genau. Das da oben können wir nicht drehen. Dann kommst du, glaube ich, gerade nicht weiter. Kriegst du mich irgendwie weiter? Warte, da kommst du in den Schuh rein. Da kommst du da rein. An Schuh komme ich. Du hast den Schlüssel auch gedreht, ne? Ja, hatte ich. Aber du könntest jetzt Geige, aber nichts. Eine Geige hast du auch, also so eine Laute oder so auf deinem Raum. Einmal Uhrzeigersinn was, zeigt die Laute zu mir. Okay. Hä? Dann ist die Laute hier. Genau. Habe ich denn keine Trompete? Was habe ich denn? Nein, hast du nicht. Was habe ich denn noch für? Nur ein Symbol? Du hast nur die Laute, ja, unterhalb die Ziehharmonika, ne? Aber da warst du ja schon und da kamst du. Und. Du hast nur die Laute. Ich habe. Deshalb sagte ich ja, neben dir ist der laute Raum, aber du hast das laute Symbol nicht in dem Nebenraum. Achso, drück einmal im Uhrzeigersinn, bitte. Okay, und jetzt mach, wo ist meine Laute? Du guckst gerade drauf, ist nicht mehr. Hinter dir. Die Laute jetzt. Guckt die Laute jetzt zu dir? Ja, tut sie. Okay.
Du kannst auch in den Raum hier rein. Hier über die Joker? Über den nein, stopp. Nein, nein, nein. Da, wo die Laute ist. Da ist die Tür zu bei mir. Da ist die Tür zu? Ja, da ist ein Schloss vor. Ach, weil ich hier drin bin wahrscheinlich. Warte mal, was hast du denn da jetzt? Du kannst den Raum zweimal in Uhrzeigersinn drehen. Dann kommst du in den nächsten Raum mit den Spielkarten. Nochmal. Ist hier ein Schlüssel, nee, ne? Nee, ich sehe keinen. Und jetzt, ach, die Tür ist auch zu bei dir. Verschlossene Türen, wenn es die Spiel. Hä? Wo ist denn hier Spielkarten? Der Raum hat Spielkarten, nicht das Symbol des Spielkarten. Achso, Kasper und Kasper müssten da gegenüber liegen. Tun sie, aber die Kasper ist verschlossen bei dir. Genau, das ist Kasper. Kriegen wir was anderes gedeichselt? Kann ich zurück in den Raum hier? Also komme ich von hier zurück? Liegt da Schuh an Schuh? Nee, da liegt nicht Schuh an Schuh. Musst du einmal nach links drehen. Also entgegen dem Uhrzeigersinn. Okay, mal denn. Ach, da ist die Tür zu. Da öffnet sie sich jetzt. Nee, bleibt zu. Oh. Warte mal, was hast du jetzt? Das klappt auf gar keinen Fall. Die Trompete ist offen bei dir. Die Trompete? Wo ist denn die Trompete? Achso. Da, wo der Stock gerade hin zeigt, in deinem Griff. Da ist die Trompete. Ja, du hast so die Trompete als offenes Symbol. Dann hast du noch die Spielkarten und den Joker, aber das sind beide Türen zu. Und die Trompete kriege ich nicht weiter aktuell. Das heißt, ich müsste irgendwie weiterkommen, wahrscheinlich. Schuhe, Spielkarten. Habe ich irgendwo ein Spielkartensymbol bei mir? Ja, da wo die Tür zu ist. Also wo du jetzt hinguckst quasi. Die Tür bleibt zu, das hilft dir ja nicht. Ja, macht ja nichts, das hilft aber dir, wenn du zweimal entgegen dem Uhrzeigersinn drehst. Ach, ich habe das auch, okay. So, da wo der Knüppel hinzeigt von deinem Dingens, genau. Der Spielkarten. Hm. Bin ich bei den Spielkarten, ja. Wo warst du jetzt? So sieht das nämlich aus. Da ist was für ein so. Symbol ist das hier, was der Raum hier hat? Spielkarten. Drück mal den. Spielkarten. Drück mal den Schlüssel. Aber wird dann noch komplizierter. Holy Macaroni. Holy Guacamole, ja. naja, gut. Jetzt muss ich dich ja wahrscheinlich wieder ein weiter lotsen. Ja, warte. Ja, ich vermute mal. Ich könnte jetzt wahrscheinlich auch in den Raum mit den Spielkarten kommen. Die Spielkarten sind auf jeden Fall gegenüber, aber das Problem ist, die Tür ist zu bei den Spielkarten-Symbol. Achso, was ist denn offen bei mir? Nur die Trompete. Wo ist die? Da, wo du gerade hinguckst, aber ich krieg... Habe ich eine Trompete hier bei meinem Raum? Nee. Aber die angrenzenden Räume von dir haben auch alle keine Trompete. Ja, doch, der hier hat eine, aber wir können ja da, wo der Joker ist, nicht drehen. Also den Joker-Raum. Wer hat eine? Da. Genau. Kriegst du mich irgendwie in den Joker-Raum rein? Alter, leck mich am Arsch, ist das kompliziert.
Ich kann nicht wirklich nicht weiter bewegen, egal wie ich das überlege, aber. Ist die Tür da offen? Ja. Wenn du durch die Tür links von dir, wenn du da durchgehst, was passiert? Bleib hier. Da kommt er wieder. Und dann hast du hier den Kasperl. Hier habe ich den Kasper. Da ist zu und das. Aber du hast auch einen Kasper, aber das hilft nichts, weil Kasper ist bei dir die Tür zu. Ja, sag das doch, das hilft nicht mir, aber dir. Ach stimmt. Oh, durch. Dennis! Du hast mir doch gerade erzählt, dass ich den Kasper habe. Wo ist er? Gegen den Uhrzeigersinn. So, geh durch den Kasperl. Du Kasperl. Das ist... Oh. Oh. Wahrscheinlich schon, ja. Ja, das ist eine Platte geklaut. Wo bist du jetzt da? Ja gut, dein Raum ist ja dasselbe. Was ist hier unten für ein Symbol? Schuh. Ah, Schuh. Habe ich eine Trompete in meinem Raum irgendwo? Ja. Sag mir mal. Tür ist zu. Ist die Tür, wo du gerade hinguckst, zu? Nein. Okay, dann muss die Trompete zu der Tür. Ah, ist das eine Trompete hier bei mir? Ja, genau. Das? Okay. Dreimal im oder zweimal gegen den Uhrzeigersinn? Wird auch langsam Zeit. Ich hänge ja schon ewig in diesem verkackten Raum. Ja, jetzt kannst du da durch, genau. Endlich mal was Neues. Da bist du. Aber kein... Oh, was? Hier ist der Ausgang. Was habe ich? Du hast ein Hufeisensymbol bei meinem Raum. Nichts anderes. Dann dreh du noch einmal im Uhrzeigersinn. Ich habe keinen Schlüssel hier, ne? Nee, ich sehe keinen. Da. Okay, du hast den Ausgang. Ist da schon irgendwie rein? Da müsste ich für... Da bist du. Hufeisentür ist zu bei dir, ne? Welche ist das denn genau? Die dem anderen Hufeisen gegenüber ist. Ja, die ist zu. Gut. Dreh mal einmal nach links. Also, ja, entgegen dem Uhrzeigersinn. Achso, ja, mein links, dein links wieder. Und jetzt geh mal da zur Trompete hin. Warte, ich muss ja erst wieder... Nein. Achso, das war richtig. Das war richtig. Achso, aber da lacht es entgegen. War doch auch entgegen, oder nicht? So, zur Trompete hin. Zur blauen Trompete. Ja? Ach, die Tür ist zu, ne? Tür ist zu, ja. Fuck. Also Hufeisen und Trompete sind jetzt zu bei mir und die Trompete auch. Zu ist bei mir. Habe ich dieses lilane Tor irgendwo? Nee. Auch fast so. Ach, warst du schon... Warte mal. Du kannst dahin, dann bist du da. Ich hab voll die Knoten im Kopf, da über Kopf und geil, schock mich an, ohne Witz. Was hatte ich für Symbole? Du hast die Laute und den Ausgang als Symbol. Der Ausgang ist auf jeden Fall offen. Die Laute, du guckst, geh mal nach rechts, nach links jetzt. Ah, nee, Entschuldigung, ich dachte, du stehst andersrum. In die Richtung, lauf mal. Laufen oder drehen?
Ich will eigentlich nur wissen, ob die Laute auf ist, dass die jetzt zum Schuh zeigt. Die zeigt nichts zum Schuh. In zum Schuhraum. Ist offen, ja. Okay, hast du beide Türen offen. Was ist das? Was ist das? Laute und? Ausgang. Aber ich kriege bei dir gerade beides nicht in Position. Oder du kannst dich nicht so drehen, dass die passen. Es geht nur Laute. Ah doch, stimmt gar nicht. Ich wollte gerade sagen, klar geht das, wenn du einmal gegen den Uhrzeigersinn machst. Genau. Dann kannst du so Laute laufen jetzt genau da lang. Hatte ich übersehen. Bist du da? Was habe ich für Symbole? Du hast den Joker, Trompete und Karten. Warst du schon mal den Karten in dem Raum? Ja. Was ist hier ein Symbol? Das ist der Joker, ja. Gut, der ist zu. Okay. Die Karten sind auch zu. Die Trompete, läufst du gerade drauf zu, ist die zu? Die hier? Ja. Nee, kann ich durch. Ja, bringt dir gerade nichts. Es sei denn, der zeigt, ich habe auch eine Trompete da bei mir im Raum. Das sehe ich ja leider nicht. Ich bin jetzt bei der Trompete. Achso, dann passte das. Ich sah das Symbol nicht, das war mein Raum. Das habe ich ja gesehen. Jetzt hast du nur, wenn du gerade ausläufst, das Hufeisen soll. Das Hufeisen? Nichts anderes hat der Raum. Dreh du mal einmal im Uhrzeigersinn, bitte. Was ist denn der Hufeisenraum? Waren wir da schon? Da, dieser rötliche ist das. Jetzt bist du im Hufeisenraum, ne? Wo bist du? In welchem Raum? Ja. Da. Beim Joker. Da hab ich dich irgendwie gerade verloren. Hufeisen warst du, ne? Da. Dein Hufeisen ist zu. Du hast jetzt wieder die Lauten übereinander. Also, du hast jetzt einen Weg, der verfügbar ist. Du könntest genau da, wo du gerade hinguckst, kannst du durchgehen zur Laute. Mhm. Aber du warst schon bei der Laute, glaube ich, ne? Da komme ich gerade her. Ich war Laute und bin dann... Achso. Aber von der Laute Raum kann ich in den Kasperlraum gehen, wenn da nicht zu ist. Da bist du nämlich gerade. Du hast keinen, du hast nur die Laute und den Ausgang als Symbol. Also die Symbol, was hier bei mir gegenüber ist, jetzt siehst du das Lila, ne? Ja, ich weiß, was du meinst. Das hast du da als Symbol zu deiner Rechten. Hm. Okay, dann müssen wir dich in den Kartenraum kriegen. Wahrscheinlich, damit ich das drehen kann, ne? Damit du zweimal nach links drehen kannst. Wie kommst du in den Kartenraum? Dreh einmal entgegen dem Uhrzeigersinn. Und jetzt umdrehen. Ja, Kartenraum. Ah, sauber. Jetzt musst du zweimal entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Da ist übrigens ein Schalter. Ist der gedrückt schon? Ja, das sieht so aus, aber ich gucke einmal. Ja, der ist drin. Und wo muss ich jetzt hindrehen? Wo bist du denn? Ach, da. Hier in deine Richtung zeigt der Ausgang? Oder welches Symbol ist hier bei meiner Tür? Meine ich. Das ist der Ausgang. Denn einmal gegen den Uhrzeigersinn, bitte. Genau. Und dann zu mir laufen. Da ist er. Ah, hier sind zwei Schlüssel, die gedreht werden müssen. Achso, ich kann jetzt auch in den Ausgang. Achso, du kannst auch in den Ausgang, ja. Das war zu einfach, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Da habe ich gleich so geguckt. Interagieren. Ja. 1, 2, 3. Alter Schwede, ich habe nur noch Brei im Hirn.
dass ich jetzt einfach so da reinlaufen kann, habe ich gar nicht drauf geachtet. Das hat mich voll gewundert. Hey. Oh. Schon wieder ein Raum. Oh nein. Wo bist du? Ich bin im Sonnenraum. Ach, da oben bist du. Ich bin genau gegenüber. Also auf deinem Kopf quasi. Ah. Morgen weiter, oder? Gute Idee. Ich will nur mal ganz kurz gucken. Also, du hast nur ein Ei-Symbol. Dreh mal zweimal in den Uhrzeigersinn. Noch einmal. Dann kannst du geradeaus durchlaufen jetzt. Genau da in die Richtung. Ich sehe meine Symbole jetzt selber. Echt? Ja. Hört sich, da kannst du durchlaufen auf jeden Fall. Das ist dein einziger Ausgang jetzt. Siehst du deine Symbole? Du siehst doch deine Symbole auch selbst, oder nicht? Oh ja, stimmt. Ich hab die Schachfigur da. Aber du hast nichts, was da passt. Nee, wo bist du jetzt? Ich kann zum Ei laufen. Bin ja, dann kannst du ja den Raum drehen. Ei-Raum. So, und du dann hast... Dann können wir Schachfigur in Schachfigur drehen. Warte, ja. Ich hab nur so ein lachendes Gesicht, wa? Wo bist du? Ich bin in so einer Paralleldimension, glaube ich. Das sieht ganz anders aus hier gerade. Das ist zu. Irgendwie zu mir kommen können, weil ich habe kein Ding, was ich jetzt noch betreten kann. Und auch nichts, was ich passend hindrehen kann. Ist hier ein Schlüssel oder so? Ne, und ich kann meinen Raum auch nicht drehen. Der Schlüssel ist gebrochen hier, der Hebel. Ist die Frage, dreh mal was bei dir bitte. Vielleicht drehst du denn hier in der Welt auch was. Ja, tut es. Kannst du das, was du gerade gedreht hast, nochmal in dieselbe Richtung drehen? Jetzt kann ich da hier durch. Warte mal. Da. Okay, weil jetzt habe ich nur Sachen, die nicht mehr gehen. Ich drehe mal meins. Guck mal, ob hier auf sich was bewegt. Okay, stopp. Reicht. Ich hab gerade weitergemacht, sorry. Eins zurück. Ich mach nochmal eins zurück, weil ich dachte, du hättest noch nicht gesehen, wo das war. Ich kann jetzt in den Kaschballraum oder was das ist. Aber jetzt ist bei mir auch alles blau. Ah, da bist du jetzt, ja. Ich bin hier. Oh, hier ist abgebrochen. Genau. Wo bist du? Hier, ich hüpfe. Ich mach Kerze an, sag ich schon. Ach da. Aber jetzt müsste ich ja weiterkommen, ne? Du kannst zumindest noch drehen. Ich meine, ich bin jetzt hier, wo das Ding abgebrochen ist. Dreh mal einmal nach links, bitte. Also ich habe es gerade gesehen, die Munde, ne? Ja. Hm. Oh, auf zum Mond. So. Hast du da die Sonne? Wo habe ich die Sonne? Da bist du. Ja, wir können die Sonnen aufeinander drehen. Dann kannst du da durch, ich nicht. Schlüssel. Ich habe nur die Sonne, ne? Ja. Ja. Bist du bei der Sonne? Die ist wo? Da war ich doch schon mal. Das ist mein Anfang. Echt? Ja, aber ich kann hier jetzt wieder aufs Ei drehen. Sehe ich dich gar nicht mehr, ne? Nee. Kannst du noch mal was drehen?
Warte, ich guck doch mal, ob ich irgendwas verändern kann hier gerade. Ja, ich drehe jetzt. Da passiert was. Nee, ich muss aufs Ei. Dach, wenn ich drehen soll. Und da dreht sich was bei mir. Dreh nochmal bitte. Ich soll drehen? Okay. Dann kann ich wieder zum Kasperl. Da war ich da aber eben schon. Da ist auch nur der Kasperl dann. Kannst du gerade irgendwas drehen? Nee, ich bin beim Kasperl mit dem abgebrochenen. Das heißt, du kannst mir wieder den Mond hindrehen. Jetzt dann habe ich einen Kreislauf. Ach, nochmal schon irgendwas passiert. Du kannst nicht beim Mond rein, ne? Nee, ist zu. Du kannst nur da bei dem Ding jetzt rein. Bei der... Ich kann bei der goldenen Kugel rein und das war's. Wo ist denn irgendwo im... Ah, da ist die goldene Kugel. Ich muss zu dem Vogel irgendwie. Bei dem Vogelschädel, naja. Vogelschädel. Wo bist du jetzt? Ja. So, komm ich... Du kannst einmal drehen, dann kannst du zum Schlüssel. Ich kann nicht drehen. Hier ist abgebrochen. Ich muss hier, ich muss durch den Mond. Nichts, was du drücken kannst oder so, ne? Da hast du jetzt ja wieder nur die Sonne. Da habe ich wieder nur die Sonne. Und nichts, was hier passen würde. Na, die Sonne müsste ich dir wieder hinbringen quasi. Wenn ich hier jetzt wieder drücke, kannst du die Sonne wieder, weil dann wärst du ja wieder weg. Ich kann nicht durch die Sonne gehen. Dann muss ich ja. Aber hier kann ich auch wieder nur ins Ei. Dreh nochmal. Ändert sich da irgendwas? Dreh nochmal. Ja, aber nichts, was mir was bringen würde. Der Kasperl, aber ich hab nur das Ei. Dreh du doch mal sonst jetzt, wenn du irgendwo drehen kannst gerade. Oh, warte mal. Ich dreh mal. Ich oder? Ich drehe. Passiert was bei dir? Ja. Irgendwas, was hilft? Nee, du hast die Sonne gedreht, wo du gerade durchgegangen bist. Die hat auch nur das Sonnensymbol, das heißt, es hilft mir nicht unbedingt weiter. Können wir das irgendwie anders, warte mal. Mehr als eine Sonne, wo wir irgendwie was verdrehen könnten. Dreh du noch mal bitte. Ja, ich drehe jetzt. Da ist nur das Kasper-Symbol dann. Ich hab das Symbol, das ist von mir. Oh, warte, 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 warte. Ich kann. Oh, das ist sehr gut, wenn du was drehen kannst. Zwei weiter noch bitte. Na gut, ich kann hier nämlich nicht durch. Dann bin ich nämlich in dem Raum mit dem Vogelkopf. Und du jetzt noch einen drehst. Bein noch einmal drehen. Du wirst ja durchgehen können jetzt. Jawohl. Ach, jetzt bin ich auf wieder in deiner Welt hier. Genau über dir, unter dir. So. Du bist in dem Raum mit dem Vogelkopf.
Genau, ich könnte jetzt die beiden Vögel gegenüber machen und würde ja beim Schlüssel sein. Können wir durchgehen? Oh, du drehst gerade meins. Ich bin jetzt beim Schlüssel. Ah, okay. Und bei mir sind bis auf das Ei alle Türen zu. Ich drehe mal was. Was passiert bei dir? Ich bin hinter dir. Also ich kann nur das hier machen. Wie, du bist hinter mir? Hier. Ich öffne. Ach da. Also ich kann nichts von den anderen Dingern hier verstellen. Ich bin in der Dimension hier. Könnte hier durchgehen. Ich könnte zu dem Vogel gehen wieder, wenn du noch einmal gegen den Uhrzeigersinn machst. Die einzige Option, die ich hier habe, ne? Da übersehe ich was. Nee. Ich beim Vogel. Ich drehe mal. Kann ich nicht, ist abgebrochen. Dann, warte, ich muss zum Ei. Damit ich... Passiert was? Ja, warte mal, hilft mir das was? Nee. Dann gehe ich nochmal zum Ei. Und dann drehe ich mal hier und dann guckst du, was passiert. Oh, das ist sehr gut. Zweimal andere Richtung. Warte mal. Ja, noch einmal, jetzt geht auch. Okay. Jetzt bin ich im Ausgangsraum. Du auch. Ah. Oh, Errungenschaft. Mind Games. Leck. Das war easy jetzt. Ja. Easy und easy. Oh. Können wir hier jetzt Schluss machen, weil wir gerade zusammen sind. Es ist egal, wer was spielt. Stimmt. Mal kurz die Cutscene erwarten, wa? Mhm. Voll die Moves. Allerdings. When death came knocking, King Bartholomeus signed his name right there. But in his haste, never checked for any fine print. That fool condemned his realm and all within to this cold prison. Now, naturally, it's very important. No, absolutely crucial. Nothing happens to his contract, my niece. Mess with the heart of a king, and surely all hell will break loose. Listen carefully, vermin. You'll never get anywhere in life. Unless you learn when to start running. Who dares touch what is mine? You shall pay for your sacrilege. Ha! Come back here. Damn you. Fair.
Das war's doch jetzt nicht schon, oder? Hoffe nicht. Aber ich denke mal, das war wieder Chapter 1 jetzt oder so, das kommt 2. Ja, wir sind auf jeden Fall jetzt irgendwo draußen. Hatte mich eben schon gefragt, warum müssen wir eigentlich in so dicken Klamotten hier rumlaufen? Stimmt, habe ich noch gar nicht bedacht. Oh nein, alleine kann ich nicht weitermachen, Dennis. Ja, nice.